Jawohl, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Software Inc. Und da sind wir dabei, den Mole Blaster noch zu entwickeln, besser gesagt zu designen. Und da werden wir jetzt weiter dran arbeiten. Auf Medicore haben wir es schon. Oh, ich sehe gerade, ich habe es falsch bezeichnet. Mole Blaster 94, na gut, der ist halt 10 Jahre seiner Zeit voraus. Ja, schade eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass die das hier stört, wenn die hier auch mit Engines werben, die 4D haben und so weiter und so fort. Glaube ich nicht, dass die sich dann daran stören werden. So, die Elektrik ist kaputt. Das ist ja eine Schweinerei. Das finde ich nicht gut. Dann holen wir doch mal einen IT-Support und vorsichtshalber auch mal einen Maintenance. Und mal sehen, ob die dran arbeiten werden. Jawohl, machen sie. Und was wir uns aber auch leisten werden, ist mal eine Putzkraft nochmal. Zumindest mal für den heutigen Tag, dass die hier mal kurz durchwischen kann. Ja, ansonsten hier sind wir von der Qualität langsam schon auf Outstanding. Werden wir im nächsten Monat dann auch fertig kriegen. Und dann werden wir das in die nächste Entwicklungsphase übergeben. So, das hätten wir. Und dann sind wir schon in der Alpha. Und das geht auch relativ flott dafür, dass er nebenbei hier noch das Marketing betreibt, was wir nächsten Monat auch definitiv einstellen werden, weil wir jetzt machen jetzt schon Minus damit. Ja, diesen Monat lasse ich es nochmal durchgehen. So, und nächster Tag. Und hier bitte beenden das Ganze. So, da kann er sich mich voll und ganz drauf konzentrieren, was mit dem Moral Blaster hier geschieht. Und er ist auch fleißig dabei. Wir sind auf Medicore, also mittlere Qualitätsstufe. Und bleiben dran, dass wir das auf Maximum kriegen. Auch 10 Jahre vor der Zeit. Tja, wir denken halt mit. Wir sind der Zeit voraus. So, nächster Tag. Kriegen wir das heute vielleicht auch fertig? Zumindest in die Beta. Das wäre ganz cool. Dann können wir es heute schon mal die ersten Bugs rausnehmen und ja, morgen dann den Rest und dann auch in die Veröffentlichung schicken. Das wäre eigentlich was Schönes. So, Outstanding. Jawohl, schaffen wir in die Beta. Und dann nimm doch mal die Bugs raus. Können wir denn eigentlich unabhängig davon auch hier schon mal Marketing betreiben? Tatsache, das geht. Dann werden wir das mal nutzen und ja, probieren. Mal schauen, wie sich das dann auswirkt, wenn wir im Vorfeld das Marketing machen. Das ist ja ein Marketing, was wesentlich länger dauert oder wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als das spontane Marketing, was wir halt direkt kurz vorher betreiben. Ja, deswegen lassen wir das mal durchlaufen. Vielleicht ist das auch so gewollt, dass ja, der Programmierer davon ausgeht, ja, wenn du dein Produkt im Vorfeld nicht bewirbst, dann wird das halt auch am Markt nicht ankommen. Wir werden es einfach mal probieren, wir werden es testen. Ich hoffe, wir verbrauchen dadurch jetzt nicht allzu viel Zeit, dass es doch relativ schnell bitte nach oben gehen möge. Jeden Fall sind wir mit mehr als der Hälfte des Marketings jetzt durch, aber der Tag ist auch gleich wieder zu Ende. Ich weiß nicht, ob wir das morgen schaffen werden, das Marketing zu Ende zu bringen, aber wir probieren es erstmal. Der Blaster hat sich ja letztes Mal relativ gut verkauft. Das ging ja, der hat uns ja, glaube ich, 80.000 im ersten Monat eingebracht. Ich bin gespannt, wie viel der uns im ersten Monat einbringen wird. Als Standalone-Produkt vor allem, also ja, als Ein-Mann-Produkt, Projekt, wie auch immer. So, Marketing ist durch, wir releasen das Ganze. Yes, und bitte natürlich trotzdem weiterhin auch Marketing betreiben. Gut ist und nächster Tag. So, bringt uns trotzdem nicht viel mehr Kohle ein, nur 82.000. Das ist ernüchternd, sehr ernüchternd, finde ich. Mit 82.000 können wir nichts reißen. Wir brauchen viel höhere Einnahmen. Audio-Tool ist es, glaube ich. Genau, und da ist unseres jetzt rausgekommen. Und unseres ist Outstanding. Das letzte Outstanding-Programm war auch von uns. Tja. Ich weiß nicht, wie ich das werten soll. Was können wir denn hier machen? Nobody is interested in buying this IP. Ernsthaft? Tja. Details. Tja, ist schwierig jetzt. Also, wenn man nicht so richtig Kohle machen kann, wie soll man es dann anstellen? Ich weiß es noch nicht ganz. Ich überlege es halt gerade noch. Wir könnten halt, wie gesagt, ein Betriebssystem angehen oder probieren, aber ich sehe unsere Chancen halt relativ gering als Ein-Mann-Team hier. Deswegen glaube ich nicht, dass sich das lohnt.
könnten, ja, wir bräuchten eine Game Engine, eine aktuelle, für die aktuellen Betriebssysteme. Mal, da können wir das mit reinnehmen. Das ist ein ganz neues sogar. Warte mal, wir können ja erstmal hier gucken. Das könnte schon sogar 3D-Rendering machen. Okay. Alter, da brauchen wir jetzt schon wieder 5 Leute dafür. Das geht ja gar nicht. Ich würde ja sagen, fast nochmal ein Visual Tool. Allerdings halt für das neue Betriebssystem, weil dafür war unseres noch nicht ausgelegt. So. Oder ein Audio Tool, besser gesagt. Genau. Visual Tool needed. Nehmen wir unseres natürlich, das Moradora. Wir haben Abdeckung 21%. Innovation none. Ja, würde mich auch wundern, wenn es anders aussieht. Wir können versuchen, ein Visual Tool. Da. Huch. Moment, da ist das Betriebssystem, glaube ich, wieder rausgegangen. Wir könnten ein Visual Tool probieren mit einem 3D-Editor. Alter, da brauchen wir jetzt schon 7 Leute dafür. Expected Interest 100%. Wie war denn das? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Wie war denn das Interest bei dem hier? Wenn wir das so machen. Auch 100%. Okay, ich weiß nicht, was mir dieser Wert sagen will, wenn der immer bei 100% ist. Ist nicht ganz so ausgereift, glaube ich, noch. Visual Tool. Für genau diese Plattform. Mit 3D. Okay. Das haben wir alles. Moral. Ja, wie nennen wir es? Draw 3D. So, ich würde sagen, wir nennen es so, aber ich sehe die Chancen sehr gering, dass wir das alleine schaffen, als Standalone-Projekt. Das wird wohl nicht in unseren Möglichkeiten liegen. Wir testen einfach mal, wie weit wir hier kommen. Okay, es geht relativ. Es ist relativ, relativ. 3D-Bereich baut sich halt mal gar nicht auf und das ist ja der, um den es geht im Endeffekt. Und ich glaube, trotz dessen Morgel 3D-Skills hat, jawohl, hat er, die sich noch weiter verbessern gerade, aber ja, ob das jetzt der Sinn und Zweck des Gedanken ist, ich weiß es ja nicht. Wir können ja mal einen Designer. Halt ein Designer anwerben nochmal. Spezialisiert auf 3D bitte. Begin looking. Und dann lass mal gucken. Very bad, okay. Der auch very bad. Bad. Normal, aber na, nicht so richtig. Amazing, amazing, amazing. Okay. Den sollten wir uns holen. Haja. Der versteht sich wohl bombastisch mit uns. Wunderbar. Gucken wir mal. Wir müssen jetzt allerdings dafür sorgen, dass es dem hier drin auch gefällt. Das heißt, wir brauchen eine Putzfrau erstmal. Call Cleaning. Und mal schauen. Und vielleicht in dem Atemzug sollten wir auch nochmal sagen, IT-Support. Kostet uns zwar ein bisschen Kohle jetzt, aber dafür schaffen wir es vielleicht ein bisschen schneller hier. Auf jeden Fall legen sie ordentlich los. Die Frage ist natürlich, ob sie es wirklich auch schaffen können. Müssen wir mal im Auge behalten. 3D-Skill geht auf jeden Fall nach oben. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Natürlich versuchen wir hier nebenbei noch den Blaster zu bewerben. Den werden wir dann nach diesem Monat, denke ich mal, auch rausnehmen. Von dem haben wir nicht mehr allzu viel zu erwarten. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das jetzt hier auch beenden. Ob das dann trotzdem zählt für den nächsten Monat. Ich hoffe ja mal. So, dann können die sich nämlich schneller oder besser darauf konzentrieren. Ja, 2D-Bereich hinkt hinterher. 3D-Bereich genauso. Aber 3D-Bereich verbessert er definitiv hier seinen Skill und ist auch gleich schon fast auf Maximum. Und 2D-Bereich baut er auch noch aus. Wir haben eine erwartete Qualität von Medicore aktuell. Wir warten mal auf jeden Fall bis großartig. Ja, nächster Monat. Und wir hoffen, dass wir das hier durchgeboxt kriegen. Irgendwie. Irgendwie. So.
Okay, 3D-Bereich ist er auf Maximum-Level, glaube ich. Jetzt fehlt ihm nur noch der 2D-Bereich, wo er sich ausbauen muss. Ja, beim Programmieren wird es nochmal genauso aussehen. Da muss er sich generell erstmal steigern, bevor er das dann effektiv, ja, zur Leistung beitragen kann. Und wir bräuchten eigentlich dringend mal einen Surfer. Ganz dringend. Nur nützt das nichts mehr für das aktuell laufende Projekt, würde ich meinen. Wir können ja den Surfer mal hier ins Klo mit reinstellen. Da stört er ja vielleicht keinem. Und wir können ja mal hier einen Surfer spaßeshalber mit dazusetzen. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch einem Surfer zuteilen können, zuweisen können. Die Frage ist, geht das vielleicht doch irgendwie? Nein. Geht nicht, also ich sehe zumindest hier unten nicht die Möglichkeit dafür. Schade eigentlich, hätte ich mir ja gut vorstellen können. So, da sind wir jetzt schon auf gut von der erwarteten Qualität her. Wir werden das, wie gesagt, noch auf großartig vorantreiben. Wir werden dann nichtsdestotrotz in die nächste Phase umschwenken. Sobald wir halt hier großartig haben, machen wir den Tag dann noch komplett zu Ende. Ich denke mal, nächsten Tag könnte es umzwitschen. Und machen wir dann den Kontakt noch komplett zu Ende. Und ab dem, ja, vielleicht jetzt nächsten Monat gehen wir dann in die, was ist es denn dann? Alpha-Phase rein. So, bitte großartig hier hinschreiben. Jetzt. Jetzt. Nein, okay. Gut, dann dauert es noch einen Monat länger. Schade eigentlich. So, jetzt sind wir auf gut immer noch. Und da ist der Rechner kaputt. Mist. Großer Mist, großer Mist, großer Mist. Call Maintenance, Call Cleaning, Call IT Support. Mal die ganze Charge ran. Und dann bitte auf weiter. Weil sonst ist unser Mitarbeiter wieder unzufrieden. Und das können wir uns auf Dauer nicht leisten. So. Auf jeden Fall ist jetzt wieder alles, ja, für alles gesorgt. Jetzt sind wir auf großartig. Okay, na, ein bisschen vom nächsten Tag machen wir noch. Das hat, glaube ich, gerade erst umgeschwenkt. Und ja, sagen wir mal bis um 12 oder so. Ja, vielleicht auch ein bisschen länger. Ach komm, wir machen den Tag ja noch komplett und am Ende des Tages switche ich dann um. Ich will halt nur auf Nummer sicher gehen, dass wir dann auch in der nächsten Phase das großartig schaffen. So, das hätten wir. Und Develop bitte in die nächste Phase. So, und dann mal sehen, wie lange das jetzt hier dauern wird. Das scheint auch nochmal ein wenig Zeit in Anspruch zu nehmen. Vor allem halt auch wieder der 3D-Bereich. Es mangelt wirklich am 3D-Bereich. Und ich wünschte, man könnte jetzt nachwirkend oder nachträglich hier nochmal, ja, den Surfer hier mit einbinden. Aber das scheint nicht im Sinne des Programmierers zu sein, oder jedenfalls aktuell noch nicht, vielleicht später mal, weiß man nicht. So, wer ist hier gerade auf Arbeit? Sind wir das zufällig? Jawohl, das sind wir alleine. Gut, da hat der Angestellte wahrscheinlich gerade Urlaub. Jawohl, hat er auch. Da oben links sieht man es. Und bin gespannt, wie sich das Teil verkaufen wird. Ich habe ja fast schon alle Hoffnung aufgegeben. Ich wollte bei Operating System gucken. Guck mal, da ist schon wieder ein neues mit auf den Markt gekommen. Wir programmieren, glaube ich, gerade für das hier. Und programmieren wir gerade für das hier? Ich weiß es gerade nicht. Das müsste schon 3D haben. Das müsste man sich doch anzeigen lassen können bei Features. Genau, 3D-Rendering. Okay, das hat schon 3D. Hat das auch schon 3D? Details, Features. Hat auch schon 3D. Na, okay. Also, das setzt uns so ein bisschen unter Druck. Die Anzahl der neuen Betriebssysteme, die hier auf den Markt geschmissen werden, finde ich ein bisschen unverhältnismäßig viel. Und ja, raubt uns ein bisschen die Zeit auch, dass wir dementsprechend unsere Produkte, wie gesagt, rechtzeitig für ein aktuelles System raushauen können. Ja, wir können es vielleicht für veraltete Systeme raushauen, das ist sicherlich möglich, aber wir wollen es ja für aktuelle Systeme raushauen. Und ich weiß noch nicht, wie mir das Ganze dann gefallen wird auf Dauer. Wir holen erstmal wieder die Putzkraft hier ran, IT-Support und ja, einfach mal alle. So, und dann bitte zum nächsten Monat. Unsere Kohle geht auch langsam wieder alle, also, tja, wird
spannend, die Geschichte. Wobei sich ja unser Angestellter hier noch gerade beweisen tut. Also er baut ja seine Skills gerade noch mit aus und ist aber schon, Stimmen war weg, Stimmenbruch, ist aber verhältnismäßig schon bedeutend besser geworden. Naja, schauen wir mal, wie es am Ende des Tools dann ist. Was hat er denn aktuell? 44% im Code-Skill, 20, 22% knapp im Art-Skill. Das ist jetzt nicht so viel, aber theoretisch, wieso skillt er den denn auch? Braucht er doch theoretisch gar nicht für diese Phase. Brauchen wir doch nicht. Aber ich lasse es jetzt einfach so. Das wird schon seine Bewandtnis haben, dass der Skill hier nach oben geht. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wir haben eine erwartete Qualität von gut. Das ist ja schon mal gut. Kriegen wir denn noch mehr? Ja, es wird jetzt sich bis kurz vor Schluss, glaube ich, hinziehen, bis wir dann noch besser als gut bekommen. Ich sehe es noch nicht so richtig kommen. Das ist ja gut an Markt halt ankommt. Wir sollten mal wieder die Putzkraft ranholen. Es wird schon wieder dreckig hier. So. Die lassen wir mal durchlaufen. Ist trotzdem noch dreckig hier. Die hat nicht alles sauber gemacht. Die hat ein bisschen geschludert. Den 2D-Bereich kloppen wir auf jeden Fall noch durch. Also das machen wir noch. Und ich tendiere fast dann schon dazu, das in die nächste Phase überzuschicken. Dass wir die Bugs schon mal entfernen können, weil unsere Kohle geht langsam alle und ich will nicht jedes Mal wieder von Null anfangen. Wir schicken das in die nächste Phase, programmieren noch die Bugs raus und werden es dann ja an den Markt bringen. Market. Es hat sich nicht als gute Idee erwiesen, eigentlich beim letzten Produkt das im Vorab zu bewerben. Also es hat jedenfalls nichts gebracht, fand ich. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, wenn wir das hier auch nebenbei noch machen. Gucken wir einfach mal. Hat der denn eigentlich auch einen Marketing-Skill? Jawohl, hat er. Den kann er nämlich gleich auch dabei ein bisschen leveln. Und dann ist das, wenn wir ihn halten können, das vorausgesetzt, ja, auch ein Allrounder im Laufe der Zeit, der halt dann mit schon fast am längsten dabei ist, für die späteren Angestellten, die mal kommen werden. Da wird er, glaube ich, vielleicht ein bisschen was zu sagen haben auch. Mal sehen, ob wir ihn noch zu einem Leader machen. So, Marketing läuft weiter, Bugs gehen weiter raus. 180 Bugs haben wir schon gefixt. Okay, sind gleich durch soweit. Und ja, mal sehen, wie sich das mit dem Marketing jetzt hier verhält. Wir brauchen wieder die Putzkraft. Die machen das aber auch schnell dreckig hier. Und dann wollte ich nochmal gucken, wo wollte ich denn hin? Sag doch mal. Hier. Wollte ich hin. Genau, wie sich sein Marketing-Skill verhält und wie es auch mit den anderen Werten so aussieht. Ach hier, machen wir schneller. Und dann lass mal gucken. Okay, der Code-Skill verbessert sich auch beim Bugfixing. Das ist schon mal gut zu wissen. Mich würde noch interessieren, ob sich die anderen Werte jetzt hier auch noch mit verbessern oder ob das jetzt nur den reinen. Doch, 3D ging gerade nach oben, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, sehr schön. So, dann sind die Bugs gleich raus. Im nächsten Monat ist es schon soweit. Und dann können wir das ganze Ding auch schon fast releasen. So, jetzt bitte volle Konzentration aufs Marketing. Schaffen wir das diesen Monat? Ich hoffe. Denn noch viel länger will ich eigentlich gar nicht warten. Wir brauchen die Kohle langsam. 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr. Und ja, wir sind durch mit dem Marketing. Release bitte. Und yes. Und Werbung machen wir aber auch. So, ist schon assigned. Wunderbar. Dann bin ich gespannt auf die Verkaufszahlen. Lass mal gucken. Alter, willst du mich veräppeln? 56.000 nur. Menno, das ist wirklich. Ich weiß nicht, wie ich das Spiel hier weiterspielen soll. Also man kann das jetzt in die Ewigkeit so hinziehen, ja, das ja, aber ob wir damit irgendwann mal auf den grünen Zweig kommen, ist fraglich gerade. Ich weiß es nicht. Ich werde auch die Folge erstmal an der Stelle beenden. Ich mache mir ein paar Gedanken, wie man das Problem lösen kann, ob man es überhaupt lösen kann. Ich weiß es gerade nicht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr ja beim nächsten Mal, wenn es ein nächstes Mal gibt, natürlich wieder einschaltet bei Let's Play Software Inc. Bis dahin, ciao, ciao.